Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kam das zweite große Update in Season 10. 10.2 heißt das Update. Und hier gibt es eine Menge neue Änderungen, die ich euch gleich auch noch zeigen würde. Allerdings beginnen wir jetzt erstmal mit dem neuen Item. Danach kommen wir zu den Map Changes. Jetzt neu mit dem Update hier die Schildblase reingekommen ist. Das Zeug, eine Kugel, die auch einmal ganz unten rumgeht. Also hier könnt ihr sehen, geht auch einmal unten durch. Das heißt, das ist nicht nur eine Halbblase, sondern eine ganze Kugel. Hat hier insgesamt, hätte ich mal gesagt, eine Reichweite von ungefähr 2. Das heißt, 2 Kacheln in jede Richtung geht's. Das Ganze hält 30 Sekunden. Und man kann diese Schildgenerator im Prinzip, hat 400 Leben, man kann den abbauen. Und wenn man den abgebaut hat, beziehungsweise abgeschossen hat, ist die ganze Schildblase auch damit kaputt. Wie man sieht, ziemlich schnell ist er dann auch down. Ist in Blau, findet man 2er Stapeln. Ich glaube, man kann auch maximal 2 Stapeln. Ist auf jeden Fall ein ganz nice Item. Wenn man draußen ist, kann man nicht in die Kugel reinschießen. Die Kugel geht davon auch nicht kaputt. Genauso ist es allerdings auch, wenn man von innen nach draußen schießen will, geht das Ganze auch nicht sozusagen. Es ist in beide Richtungen abschirmen. Wenn jemand allerdings drin ist, in der Blase, kann er trotzdem schießen. Also alles, was in der Blase ist, kann abgeschossen werden und alles, was außerhalb der Blase ist, kann sich untereinander, also beide Seiten können sich untereinander abschießen, aber nicht gegeneinander. Ja. Jetzt werde ich euch nochmal eine Runde zeigen, wo wir hoffentlich das Item auch noch finden. Und bis gleich. Bis jetzt auch noch das neue Paket drin. Wem es nicht aufgefallen ist, der Shop hat sich visuell aktualisiert. Finde ich eigentlich ziemlich nice, das neue Design. Bisschen übersichtlicher, tägliche Gegenstände, hier immer noch alles gleich. Allerdings gibt es jetzt auf der linken Seite das Psycho-Paket. Keine einzelnen Sachen, sondern einfach alles als ein ganzes Paket. Epischer Skin und eine blaue Spitzhacke für 2000 V-Bucks. Das heißt, am Ende spart man 300 V-Bucks. Animierter Rucksack hier. Alles im Borderland 3-Stil. Sieht echt ganz nice aus eigentlich. Skins sind definitiv in Ordnung, kann man sich kaufen. Und ja. Jetzt geht's weiter. Man sieht es auf jeden Fall schon von hier, dass die Region tatsächlich ziemlich, ziemlich groß ist und fast hier den ganzen Bereich. Viele haben ja damit gerechnet, dass Moisimaya jetzt reinkommt. Ist jetzt nicht reinkommen. Allerdings geht das Ganze, der Ort hier, nur 2 Wochen. Denn am 10. September wird das Ganze wieder entfernt. Und wahrscheinlich, oder vielleicht wird dann ein anderer Ort noch reinkommen. Wie zum Beispiel Moisimaya. Auf jeden Fall sieht man hier, wenn man außen ist, hat man nicht den Effekt. Hier drin hat man dann einen besonderen Effekt. Willkommen auf Pandora. Und man sieht auch unten, die Schilde füllen sich schon direkt. Auf jeden Fall, einfach wenn man keinen Damage bekommt, füllen sich die Schilde schnell auf. Die ganzen Kisten wurden visuell angepasst. Es gibt hier Geld. Was das jedoch genau bewirkt, habe ich keine Ahnung. Ist natürlich manchmal ziemlich problematisch, weil jetzt alle Schild haben. Und man da natürlich teilweise etwas länger braucht, um Kills zu machen. Mir gefällt der Ort persönlich eigentlich ganz gut. Hat ja auch verschiedene Regionen, im Prinzip mehrere kleine Loot-Orte. Und der hat ja mal absolut Aim, der Gegner. Kappa. So. Muss hier mal kurz wegshockwaven. Weil hier eine Menge Gegner sind. Ja, man sieht es hier auf jeden Fall auch mit den ganzen Steinen. Sieht es echt ganz nice aus. Da hinten ist ein großes Containerdorf. Hier auch noch kleine Häuser zwischendurch. Sieht alles echt ganz nice aus. Auch die ganzen Berge sind mit Brücken verbunden. Der Schildgenerator da unten steht, by the way, immer noch. Dort sieht man den. Also echt ganz nice, dass man hier im Prinzip auf alle Berge so ein bisschen leichter raufkommen kann. Hat so ein bisschen Apex-Feeling auch hier so. Wenn man dort ja auch mehrere Berge hat. Den Kill habe ich bekommen, sehr nice.
So, nächster Gegner. Hat mich leider bekommen. Allerdings sehen wir uns nochmal in der nächsten Runde wieder, da es noch ein paar weitere Änderungen gibt. Da man ja jetzt hier ein Tilt Town nicht bauen kann, hat auch Epic Games hier ein paar Änderungen gemacht, damit man zum Beispiel kein Falldamage bekommt, wenn man hier von den seitlichen Bergen runtergeht oder eben halt überhaupt auf die Berge raufkommt. Das Ganze werde ich euch jetzt kurz zeigen. Wirklich an allen Seiten kommt man im Prinzip jetzt auf die Berge hoch, beziehungsweise von den Bergen auch runter. Da hinten sieht man schon, dass so ein paar Kisten sind und so ein kleiner Felsvorsprung, der da noch hingebaut wurde und dann noch eine Treppe nach oben ist, um auf den Berg zu kommen. Hier kommt man von dem Haus auch rauf und wenn man hier runter will, gibt es hier auch keine kleinen Vorsprünge und da hinten wurde auch nochmal eine Platte gebaut, damit man da hinten hochkommt, kommt man wirklich überall hoch und ist alles ein bisschen nicer. Hier kann man jetzt auf jeden Fall entspannt runtergehen, ohne Falldamage zu bekommen. Finde ich ehrlich gesagt ganz nice, ist eine kleine Änderung. Ich werde jetzt nochmal kurz versuchen, die neue Waffe zu bekommen in der Runde. Das neue Item natürlich. Und ja, hoffentlich bekomme ich es. Wir werden mal schauen, ob vielleicht die Runde sogar ganz gut ist. Weitere Änderungen gibt es erstmal nicht, die neu sind. Komplett lost, der Spieler. Oh, hier haben wir einen Shortress aus der letzten Woche. Letzte Woche neu reingekommen ist. Ich finde, die beiden Items sehen relativ ähnlich aus. Ah, hier haben wir direkt die Schildblase, perfekt. Werde ich euch dann gleich zeigen, wenn wir im nächsten Fight sind und ich die anwende. Da hinten ist jetzt tatsächlich mal der erste Gegner. Und den werden wir auch versuchen zu killen. Der sieht aus wie ein kompletter Bot. Mal gucken, ob ich irgendeine wirklich gute Anwendung dafür finde. Der wird allerdings auch noch von woanders abgeschossen. Allerdings kann man sich da, wenn irgendjemand auf mich schießt, werde ich die auf jeden Fall werfen, damit ich möglichst keinen Schaden bekomme. Allerdings kann ich dann natürlich auch nicht auf den Gegner schießen, solange ich nicht aus den rausgehe. So, ich habe sie jetzt geworfen. Kann nicht auf mich schießen. Ah, da kann ich mich nicht treffen. Ich versuche jetzt eigentlich den kurz rauszugehen. Und so den im Prinzip zu snipen. Bin hier immer ziemlich safe. Man kann ja auch sozusagen überlappen. Allerdings muss man eben halt aufpassen, dass man nicht rauswerfen kann. Man kann außen tatsächlich bauen. Das heißt, man hat da auch nochmal einen Schutz. Kann sich so ein bisschen Highground farmen. Ich denke, man kann auf jeden Fall ganz praktisch sein. Das Item. Und ja, bin mal gespannt, wie sich so entwickelt, das Item. Jetzt werde ich versuchen, noch den Gegner zu killen, eine möglichst gute Runde rauszuholen. Und wenn ihr weitere Videos dann irgendwie zu neuen Leaks oder so sehen wollt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Die werden wahrscheinlich entweder heute später noch kommen oder irgendwann im Laufe der Woche. So, hier sind jetzt wieder ordentlich Gegner. Hat mich leider nochmal gehittet, der Gegner hier. Die spammen hier ordentlich rauf. So. Die nächste Zone ist auch etwas entfernt, leider. Ich war im Inventar. Ich konnte nicht rausgehen. Schade. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.